Hallo, wir sind Konditoren und wir lieben Schokolade. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr geht das Championato Chocolat in die zweite Runde. Und wir möchten Ihnen auch dieses Mal wieder zeigen, wie ein Schokoladenschaustück wächst. Mache ich nicht alleine, habe zwei Helfer aus dem diesjährigen Meisterkurs Teilzeit. Einmal die Louise und einmal der Christian, die mir dabei helfen. Und wir werden anfangen mit kleinen Modulen, die ich im Nachhinein noch erklären werde. Und ich würde sagen, damit ihr heute was zu sehen bekommt, fangen wir einfach an, oder? So, meine Damen und Herren, denken Sie dran. Liebe, Leidenschaft, perfekte Sachen, damit wir auch schöne Ergebnisse bekommen. So, die Louise macht jetzt hier die Blüten. Sie spritzt jetzt Punkte quasi nur auf, zieht dann mit dem Messer eine Spitze raus und wird später das Papier so ein bisschen schütteln, damit diese einzelnen Stränge nach unten laufen. Und dann werden wir im Nachgang an einen Stempel die Blume airbrushen. Ja, hier sieht man jetzt letztendlich, wie die Blätter gefertigt werden. Auch hier haben wir eine Vorlage. Ja, sehr schön. Ein bisschen ordentlicher, Christian. Wir wollen doch auch, dass die Leute sehen, wie es richtig geht. Sehr schön, jawohl. Wir haben es zwar jetzt verklebt, aber wir müssen die Nähte eben zumachen, zum einen für die Optik, dass es nachher schön glatt aussieht und auch nicht mehr wahrgenommen wird. Und es gibt natürlich nochmal in den oder zwischen den einzelnen Platten eine gewisse Stabilität, die wir ja auch beachten müssen. Wir bauen jetzt ein großes, schweres Schaustück und da ist die Statik sehr wichtig. Und deswegen könnte man uns auch als Statiker oder Architekten, aber alles gut, passt schon. Andrücken, bis sie justiere. Ich teste doch nur, meine Damen und Herren. So muss es drauf. Alles klar, fertig. Die hält. Moment, noch nicht. Jetzt auf. Komm, auf meinen Finger. Aber jetzt weiter, 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 weiter. Stopp. Gut. Ja, liebe Schokoladenfreunde, jetzt ist das Schaustück fertig. Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Eindruck bekommen von der Arbeit, die in so einem Schaustück steckt, wie viele einzelne Arbeitsschritte da drin stecken, wie viele Facetten nötig sind, die man an Techniken beherrschen muss, um letztendlich so ein tolles Schaustück. Ich bin auch total happy, muss ich echt sagen. Dann ist es wirklich Leidenschaft, da kommt die Lust zum Beruf rüber, finde ich klasse, eben auch beherrschen muss. Und wenn Sie jetzt wirklich Schluss bekommen haben, dann kommen Sie einfach am 16. und 17. März zum Championato Chocolat ins Kurfürstliche Schloss nach Koblenz. Da werden Sie noch viel mehr solcher fantastischen Schaustücke aus Schokolade sehen. In diesem Sinne werden wir auf die getane Arbeit einfach ein Stückchen Wein trinken, anstoßen, weil Schokolade und Wein harmoniert auch sehr gut miteinander. Und deswegen werden wir uns jetzt einfach ein Gläschen genehmigen. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja? Und dann bis im März beim Championat. Ciao!